100%. Okay, wir müssen also 5 Gemälde finden. Na gut, dann... tja, wo sollen wir die bitte schon finden? Ah, die Markierungen zeigen die Startpunkte von Erinnerungen aus der wiederhergestellten Frequenz. Ah, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir das zu diesem Symbol müssen, wa? Wo ist denn das, bitteschön? Dort oben haben wir auch nur eins, ne? Alles klar, gut. Ich markiere das trotzdem mal, damit ich die Meterzahl unten habe. Lalalala. Ich konnte leider gerade den Text nicht ganz mitlesen, weil auf einmal mein Wecker losging und ich ihn erstmal ausschalten musste. Ärgerlich sowas. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wofür die Gemälde nochmal waren. Mist. Naja, wie dem auch sei. Wir versuchen es einfach mal, die Gemälde irgendwie zu finden. Vielleicht werden wir scheitern, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht wird sich das Puzzle dann fügen. Und ich hoffe, wir werden Leonardo rechtzeitig finden, bevor sie ihm was antun. Oh, das Tor ist zu. Ladebildschirm, wie ich ihn vermisst habe. Und direkt der nächste Wecker, das gibt's doch gar nicht. Alle Wecker gehen hier los gerade. Ich muss sie mal ausschalten. Sekunde. Der 8 Uhr morgens Wecker war das. Oh, wo sind wir denn hier? Ich konnte mal wieder nicht hingucken. Den Palazzo Belriguardo infiltrieren, um Lucrezia Borgia zu finden und die gestohlenen Gemälde aus der Villa aufzuspüren. Niemanden töten. Ja, das ist ja meine Spezialaufgabe, wie ihr wisst. Habt ihr den Ausritt genossen, Duquesa? Kaum. Ich musste wie der Teufel reiten, aus Furcht vor einem Messer im Rücken. Aber das verstehe ich nicht, Duquesa. Wer will euch töten? Mein Vater hielt sie im Zaum und mich sicher. Doch jetzt jagen sie mich. Sie wollen meinen Kopf. Aber, Signora... Ich dachte, auf dem Land wäre es ruhiger. Aber der Tod folgt mir auch hierhin. Verstärkt die Patrouillen und warnt mich vor Eindringlingen. Niemand betritt den Palazzo außer der Leibgarde meines Mannes. Ihr habt die Herren gehört. Schlagt Alarm, wenn ihr einen Eindringling seht. Armer Alfonso. Sein Weib ist von Sinn. So, jetzt ist wieder meine ganze Fähigkeitspalette hier gefragt, die auch so gut ist. Ach du Scheiße. Die sehen ja überall. Vielleicht komme ich hier irgendwie rum, aber ich glaube mal... Doch, hier kann ich hoch. Hier kann ich doch bestimmt nicht hoch. Nee, wie ging das gleich nochmal? Um die Ecke springen, warte mal. Hallo? Du sollst da links? Ah ja, komm. Nö, macht er nicht. Wahrscheinlich nur, wenn da irgendwas ist. Huch! Ah, da hinten muss ich hin. Vielleicht. Ah, da kann ich da rüber springen. Ach, Mensch, ich bin doch blöd. Ohne dass mich jemand sieht, hoffentlich. Oh. Hallo. Und jetzt schnell hoch. Hoch. Nein. Ach du Eierkopf. Ja, und jetzt ganz brav. Genau. RT drücken, festhalten und A drücken und dabei LS be... Ja, geht doch, kein Problem. Ich war mir nur gerade ein wenig unsicher, weil das läuft ja dann doch gerne mal schief bei mir, ich weiß nicht warum. So, jetzt sind wir hier... wir sind im Stall drin, oder? Ja doch, ein Pferdestall ist das. Okay. Da oben hängt doch schon was an der Decke. Ich glaube, das ist genau für uns gedacht. Genau. So, einmal hier lang und dann... Halt! Da ist doch was.
Da ist was hinter. Muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie reinkomme. Weil das würde mich doch mal interessieren, was jetzt da noch ist, was man da noch sammeln könnte. Komme ich da überhaupt wieder hoch? Doch, da komme ich wieder hoch. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich hier, ohne dass mich jemand sieht, runter. Ich kann auch nicht hier hoch. Ach, die verschwinden zufällig. Okay. Lauf! Lauf! Na, das. Ach, das ist eine Truhe. Okay. Die müssen wir uns natürlich direkt mal zum Gute führen. Naja, okay. Das kennen wir ja alles auch schon. So, wo muss ich denn jetzt hin? Am besten auf den Pfahl hier. Dann vielleicht hier hin und dann da hin. Und dann, ach, das sieht ja ganz gut aus. Weinkeller. Jetzt der Wein. Das macht die Seele rein. So, dann hier. Zack, einmal hier rum. Was hat das zu bedeuten? Ich soll die Schuhe der Duquesa putzen. Niemand darf den Palazzo betreten. Wird sie ihre Schuhe dann selber putzen? Was die Duquesa tut oder nicht tut, geht uns nicht. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Lächerlich. Das ist die Arbeit von denen und die können natürlich jetzt nicht vollführen, weil keiner rein darf. Ich beschwere mich beim Duca. Solange ihr nicht hereinkommt, wird es niemand hören. Ja, wird es niemand hören, aber ich komme hier natürlich rein. Lasst mich durch! Ihr müsst warten, bis die Duquesa euch hereinbittet. So, haben wir jetzt die Wachen erstmal hinter uns gelassen, wa? Ach, hier ist noch eine Truhe. Mensch, guck mal einen an. Immer diese Schätze, die hier einfach so rumliegen, ohne dass jemand bewachen tut. Seide. Ja, gut, ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber egal. Ah, wie kommen wir jetzt hier... Oder muss ich... Ich muss doch oben bleiben, habe ich das Gefühl. Und zwar genau so. Tja, und jetzt? Wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen doch jetzt nicht etwa runter. Oh. Das hört man auch nicht, wenn da einer hinter einem auf dem Boden aufkommt, ne? Das ist total... Ja. Ach, da. Ach, hier kann man hier hochklettern? Nö. Aber hier... Ja, so viel mal zum Thema Hochklettern. Scheiße, wie komme ich denn jetzt? Vielleicht hier? Nein. Hallo? Hier. Ah, ich kann doch... Ohohohoho. Da wäre ich ja fast in die Wachen reingesprungen, wa? Jetzt komme ich natürlich hier nicht... Ah doch, es geht, es geht. Da hinten ist noch eine Truhe. Die sind aber auch sehr auffällig hier alle. Ah, so. Und dann klauen wir uns noch ein bisschen Geld. Wir haben ja so wenig. Juwelenkopfschmuck. Naja, gut. Ist ja bald Valentinstag. Kann man den ganz gut gebrauchen. Scheiße. Und jetzt... Muss ich runter? Ich muss wohl runter. Ich habe mir keine andere Wahl. Aber hier... Muss ich hier raus? Hier kann ich... Doch, ich könnte hier raus... Ich kann hier nicht raus... Oder kann ich hier raus? Kann ich hier raus oder muss ich hier irgendwo anders weiter? Ich habe so die Befürchtung, dass... Ah, guck mal. Da kann ich wieder hochgehen. So, so. Dann würde ich mal sagen,
Ja, jetzt muss das gut überlegt sein. Kann ich hier? Nö, kann ich gar nicht. Da kam ich her. Tja, jetzt ist guter Rat teuer, wa? Ich habe da so eine Idee. Ich gehe nochmal hier rüber. Ach, guck mal an. Hier muss ich lang. Klar. Warum renne ich auch zurück, ich Idiot? Ach, jetzt komme ich hier raus. Ach, ich muss hier in den Garten rein. Alles klar, das gehört noch zur Burg. Oder zum Schloss. Haha, und keiner hat mich gesehen. Das sieht aber schön aus hier. Das ist echt schön gemacht. Das sieht mal richtig schön aus. So, dann gucken wir mal, dass wir hier möglichst unentdeckt weiterkommen. Kann man eigentlich auf die Hecken springen? Das wäre sehr... Nö, kann man natürlich nicht. Dann bleibe ich aber lieber oben, weil das sonst ist mir das so riskant. So, die gucken in die Richtung. Und wo gucken und die unsere Freundin? Die gucken auch in eine andere Richtung. Das heißt, wir können hier... Ich hörte, der Papst persönlich... Julius und Alfonso ein paar seiner Wachen abgestellt. Als Belohnung für seine Hilfe gegen Ravenna. Wir werden ja sehen, wie lange dieses Bündnis hält. Ja, das werden wir sehen. Wo ist denn jetzt hier der... Ah, da ist er. Oh. Oh. Nibadabaru. Hat keiner gesehen, ja? Da zum Fenster, schnell. Lucrezia. Mein Schatz. Kommt ihr mich zu töten, Assassino? Buongiorno, Lucrezia. Oder sollte ich sagen, Duquesa? Ein geborgter Titel, verliehen durch meinen Mann. Unangemessen und kaum der Rede wert. Ihr behaltet euer Leben. Ich bin nur wegen der Kunstwerke hier. Ihr richtet euch neu ein? Ich zähle 5 Da Vinci-Gemälde, die ihr gestohlen habt. Und ich will sie zurück. Als ob das so einfach wäre. Mein Geburtsort, meine Familie, alles wurde mir genommen. Glaubt ihr, Ferrara liebt mich? Ich bin eine Fremde, eine Verschollene, eine Waise. Eure Gemälde sind verloren, Assassino. Ich glaube euch nicht. Beängstigend, nicht wahr? So viel verloren zu haben? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht. Wo sind die Gemälde? Verkauft an Francesco Colonna. Und eines an jemand ganz Besonderen. Patrizio. Ihr findet ihn in der Nähe des Vaticano. Eines behielt ich für mich selbst. Gebt es mir. Wache! Oh, legt Da Vincis Verkündigung in einen Karren. Lasst ihn vor den Mauern stehen. Molto bene. Und nun schließt die Augen. Mein Mann kommt bald mit seinen Männern zurück. Ihr macht also besser schnell. Vergebt mir, Duquesa. Was denn? Kein Mann kann euren Schmerz heilen. Das müsst ihr schon selbst tun. Und grüß den Duca von mir. Wache! Wache! Geil. Da! Verliert sie nicht schon wieder! Scheiße, wo muss ich denn hin? Ha, ausgetrickst. So, fuck, wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier, glaube ich, hoch. Du Eierkopf. So, schnell hier hoch. Scheint richtig zu sein. Oh oh, oh oh. Oh oh. Ah, das war knapp. So, schnell hier durch. Scheiße. Oh, noch mehr? Verdammt. Komm, nehmen wir eine kleine Abkürzung.
Huhusch. Durch die Gemächer durch. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, aber nur wenn ich falle. So, schnell hier hoch. Nicht das hoch, das andere hoch. Ezio. Das haben wir doch gelernt. Ja. Es klappt wieder alles super heute, muss ich dazu sagen. Alles wunderbar. Ha, es geht doch, ist doch kein Problem. Na bitte. Und jetzt schnell noch kurz den Drahtseilartist lernen. Ach, da oben kann ich rüber. Ups. Doch, ans Fenster müsste ich ja eigentlich können. Geil. Ach, ich bin wieder ganz unten. Ey, diese Ezio, Mensch, du sollst da nicht da hoch. Ey. Also diese Steuerung, die ist so schlecht wie eh und je. So, komm jetzt, schnell, schnell, schnell. Wir haben noch keine Zeit zu verlieren. So, nochmal den Drahtseilartist. Hä, aber ich falle doch da wieder runter. Ich check das gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Hä? Dreh dich doch mal um. Ey, das gibt's nicht, der dreht sich nicht um. Ah, jetzt dreht er sich um. Das ist ein Penner. So, ein bisschen geheilt, jetzt warten wir mal die Zeit ab. Ey, bin ich jetzt zu blöd, oder?